Das Meer, die Mutter des Lebens auf unserem Planeten. Das Meer, in dem sich aus winzigen Zellen riesige Raubtiere entwickelten, die vor Urzeiten unsere Erde verheerten und ihre Gewässer bevölkerten. Heute erzählt nur noch die Sage von den Dinosauriern und anderen furchterregenden Kreaturen, die längst ausgestorben sind. Aber der Wal hat sie alle überlebt. Er ist immer noch eines der gefürchtetsten und gefährlichsten Tiere der Welt. Überall, wo seine gewaltige Rückenflosse das Wasser durchschneidet, verbreitet er Furcht und Schrecken. Für den, der überleben will, gibt es nur eine Chance: die Flucht. Sogar die gigantischen Seeelefanten wagen sich nicht in das Meer, wenn die Raubwale in der Nähe sind. Die Heimat dieser legendären Mörder der Tiefe sind alle Ozeane dieser Welt. Come all you good people and hear my story concerning Namu the killer whale. I'll tell you some things that are bloody and gory, and thereby hangs a tale. Live, let nature be your teacher, respect the life of your fellow creature. Live, whatever you do, and always remember the killer whale Namu. It happened one time in the northwest waters, two fishermen some whales they spied. They shot one whale, a 6-ton female, she swam to the shore and she died. Live, let nature be your teacher, respect the life of your fellow creature. Live, whatever you do, and always remember the killer whale Namu. Her mate swam behind her, trying to find her, and oh, how he cried and he mourned, until Hank Donner, he happened upon her, and upon her mate so forlorn. Live, let nature be your teacher, respect the life of your fellow creature. Live, whatever you do, and always remember the killer whale. Der Wal gab die ganze Nacht lang Laute von sich. Er schrie wie ein Kind. Wollte er mir etwas erzählen? Von seiner Trauer um seine tote Gefährtin? Und seiner Einsamkeit? Seinem Leid? Ich wusste es nicht. Aber ich hatte das sichere Gefühl, dass dieser Wal ein denkendes Wesen war. Ein Wesen, das Leid und Freude empfinden konnte, dem es aber nur nicht möglich war, sich mir verständlich zu machen. Er kommt aus der Tiefe des Meeres und begegnet dem Menschen. Dem Menschen, der ihn für eine Bestie hält. Vielleicht treffen wir eines Tages auf einem anderen Planeten Lebewesen, die uns noch fremder sind als dieser Wal. Wie sollen wir erkennen, ob es Bestien sind oder ob sie Gefühle haben wie wir? Diese Gedanken bewegten mich, als ich das Tier beobachtete. Durch einen Zufall war ich 2 Tage vorher mit ihm zusammengetroffen. Ich bin Mitarbeiter eines ozeanographischen Instituts. Wir fahren hin. Mhm.
Sie die Kamera. Auf geht's. Sehen Sie? Das ist ein Muttertier mit ihrem Jungen. Nur ihr Junges. Die will verhindern, dass wir zu dicht rankommen. Schießen auf die Wale. Frau Wale stehen unter Naturschutz. Die haben wohl den Verstand verloren, diese Idioten. Das sind keine Grauwale. Kommen Sie, wir fahren mal rüber. Los, schnell. Den habe ich gleich. Alles in Ordnung? Die zwei schwimmen auf das Ufer zu. Fahren Sie hinterher. Ein großer, kräftiger Bursche und ein Weibchen. Sie schwimmen genau auf unsere Bucht zu. Wir sollten vorsichtig sein und nicht zu dicht ranfahren. Vorwärts, nicht langsamer werden. Das ist eine einmalige Chance für uns. Ganz wie Sie wollen. In die Bucht, tatsächlich.
Wasser ist bald nicht mehr tief genug. Einer liegt schon fest. Ja, das ist das Weibchen. Wahrscheinlich ist es getroffen worden. Das Männchen ist ihm nachgeschwommen. Hören Sie die Laute? Hören Sie mal. Er schreit, als wenn er uns was erzählen will. Vielleicht ist das Weibchen tot. Das ist der Bulle. Er hat die größere Rückenflosse. Ja, und? Die Walfamilien halten eng zusammen. Sie haben es ja vorhin erlebt, wie die Grauwalmutter ihr Junges beschützt hat. Glauben Sie, er ist hinterher hergeschwommen, weil er ihr helfen wollte? Ja, darum hat er auch Joe Clausens Boot angegriffen. Haben Sie auf dem Herzen, Joe? Das werden Sie gleich erfahren. Dieses Tier wird nicht getötet. Ich verstehe wohl nicht richtig. Ich wünsche, dass Sie den Wal in Ruhe lassen. Sie wissen wohl nicht, dass dieses Biest gefährlich ist. Dick, sag's ihm. Wenn er auch kein Fischer ist wie du und ich, Joe, so versteht er doch eine Menge von diesen Tieren. Außerdem muss er selbst wissen, was er tut. Ich werde nur dafür bezahlt, dass ich ihm bei seiner Arbeit helfe. Hören Sie zu, Joe. Dieses Gelände hier ist von mir gepachtet. Die Bucht gehört also nur mir, und zwar mit dem Wal darin. Ist das klar? Ja, damit hat er recht. Was in der Bucht herumschwimmt, gehört ihm. Aber das ist ein Mörder. Unsere Fische werden vertrieben. Er war bis jetzt nicht in der Nähe ihrer Netze. Er wird unsere Lachse fressen. Die Fische im offenen Meer gehören allen. Vorhin hat er uns angegriffen. Das war eure Schuld. Er wurde wütend, weil ihr sein Weibchen getötet habt. Ich will ihm mal was sagen. Wir hier in den Wäldern sind freie Menschen und wir sind gewohnt, sorgfältig die Gesetze zu beachten. Der Sheriff lässt sich nur mal sehen, wenn die Wahlen bevorstehen. Ich weiß das. Und auch ich bin noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Jetzt lassen Sie mich gehen. Einen Moment mal, Moment mal. Sagen Sie, sind Sie verrückt? Haben Sie den Eindruck? Gehen Sie erstmal zu Ihrem Boot. Sie bringt ihn dann ihr Gewehr. Was ist denn mit Dick los? Warum hat er nicht seine Meinung gesagt? Er ist einer von uns. Was willst du denn jetzt machen, Joe? Joe Clausen ist ein Mann, der meistens das bekommt, was er will. Aber wahrscheinlich ist der Wal morgen wieder weggeschwommen. Da bin ich gar nicht so sicher, Dick. Der Bulle dürfte etwa 90 Zentner wiegen, die Gesamtlänge ungefähr 8 Meter. Die Rückenflosse misst circa 1,5 Meter. Das Fischereiamt lässt das tote weibliche Tier abschleppen. Man wird es gründlich untersuchen. Die Ergebnisse werden mir sofort mitgeteilt. Was ist los? Ist er weg? Nein, er ist noch da. Er ist gerade wieder untergetaucht. Sie sollten doch bei ihm bleiben. Ach, der ist okay. Der taucht immer mal rein und mal raus. Dick, ich werde versuchen, ihn hier zu behalten. Sie wollen ihn hier behalten? Wollen Sie ihn in ein Einmachglas stecken? Dick, versuchen Sie doch mal, mich zu verstehen. Seit 15 Jahren betreibe ich Meeresforschung. Ich weiß alles, was man überhaupt nur wissen kann. Über Grauwale, Blauwale und Schweinswale. Ich kann Ihnen sagen, wie sie fressen, wie sie schlafen, wie sie atmen. Ja, Sie wissen alles über diese Biester. Aber im Grunde weiß ich nichts. Kein Mensch auf der Welt weiß wirklich, was mit diesen Tieren los ist. Sie können ihn schließlich nicht einfach in ein Laboratorium bringen. Nein, aber hier habe ich die Möglichkeit, ihn von morgens bis abends zu beobachten.
Es ist eine einmalige Chance für mich, verstehen Sie? Ja, natürlich, das leuchtet mir ein. Er muss hier bleiben. Hier ist mein Laboratorium. Diese Bucht ist mein Laboratorium. Man müsste ein Netz ausspannen. Ein Netz? Glauben Sie, dass Sie ihn damit halten können? Na schön. Wie Sie meinen, Hank. Gute Nacht. Gute Nacht, Dick. Wir sehen uns morgen. Ja. Wir sehen uns morgen. While Namu, he was crying, Hank Donner was trying to understand what the whale told. Would Namu soon be leaving or stay on there grieving for his poor mate so silent, so morgen. Morgen. Das tote Tier ist schon abgeholt. Ja, aber er bleibt. Er hat schrecklich geschrien, als Sie sein Weibchen weggeschafft haben. Haben Sie die ganze Nacht hier gesessen? Ja. Bleiben Sie bitte hier, bis ich wieder zurück bin. Ich muss in die Stadt fahren. Ein Netz kaufen. Wir haben es erraten. Ich weiß, warum er noch hier ist. Hat er es Ihnen erzählt? Er weint nach seiner Gefährtin. Lachen Sie mich ruhig aus. Schalten Sie das Tonbandgerät ein. Wie geht's? Guten Morgen, Ben. Hey, ich glaube, das ist der Mann mit dem Wal. Was denn, der da? Hey, Nick.
Wo ist Joe Clausen? Geh und such ihn. Guten Morgen. Guten Morgen, Mrs. Rand. Mein Empfang hier war ziemlich frostig. Kann man sich bei Ihnen aufwärmen? Sie können das den Leuten nicht übel nehmen. Die haben nur Angst, weil da draußen in der Bucht ein Wal herumschwimmt. Das ist der friedlichste Wal, den es auf der Welt gibt. Niemand wird von ihm belästigt. Was würden Sie denn dazu sagen, wenn zum Beispiel Ihr Nachbar in der Stadt in seinem Garten ein Raubtier halten würde, Mr. Donner? Ein Raubtier? Tag, Mr. Donner. Tag, Lisa. Was möchtest du, Liebling? Gibt es mehr Venen oder Arterien, Mutti? Venen. Venen, Liebling. Danke, Mami. Solche Fragen stellt sie neuerdings den ganzen Tag. Sie waren der Retter in der Not. Hoffentlich stimmt das mit den Wehen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Donner? Wir werden ja sehen. Tag, Kate. Guten Morgen. Morgen, Kate. Guten Morgen. Ich möchte ein Netz, mit dem ich die Bucht absperren kann. Der Wal ist doch noch da drin. Ich hoffe sehr, dass er noch da ist. Wollen Sie wirklich mit dem Netz die Bucht absperren? Vielleicht brauche ich es als Grenzmarkierung, um Mr. Clausen fernzuhalten. Aber vielleicht will ich auch den Wal eine Zeit lang beobachten. Kate, ich warne dich, verkaufe ihm kein Netz. Das verdammte Biest soll verschwinden und da sind hier alle einer Meinung. 180 Meter würden sich erreichen. Kate, hast du nicht verstanden? Mit Korkschwimmern und Gewichten, damit es auf dem Grund liegen bleibt. Kate, es wäre besser, Joe, wenn du auf mich... Vernünftig. Hören Sie mal zu. Ich habe weiß Gott nichts gegen euch Wissenschaftler, wenn ihr eure Arbeit tut. Und ich habe noch nicht mal was dagegen, wenn man Raketen zum Mond drauf schießt. Aber das hier ist unsere Sache, davon verstehen wir mehr, und zwar eine Menge, Mister. Sie wissen nicht, was für ein mörderisches Tier das ist. Mister, das ist die gefährlichste Bestie, die es gibt. Der springt sie aus dem Wasser an und zerreißt sie, glauben Sie uns. Und hier haben alle dieselbe Erfahrung gemacht wie wir. Charlie, jetzt red du mal, Charlie. Ja, das stimmt, Mister. Ich kenne alle Walarten, die es gibt. Den Pottwal, den Finnwal, den Grauwal und auch den Raubwal. Ich habe mal gehört, dass ein Mann über Bord ging und von einem Raubwal aufgefressen wurde. Es soll nichts mehr von ihm übrig geblieben sein. Die sind bösartig, Mister. Richtig bösartig. Und ich habe mal von einem Mann gehört, der einen Raubwal aufgeschnitten hat. Er fand 6 Seelöwen und ein Dutzend Tümmler in dem Bauch von dem Biest. Sie haben doch gesehen, was das Ungeheuer mit unserem Boot gemacht hat. Ein Wunder, dass wir nicht bei lebendigem Leibe aufgefressen worden sind. Sie würden anders denken, wenn Sie mit so einem Mörder schon mal in Berührung gekommen wären. Donner, Sie lesen Bücher, nicht wahr? Ja, natürlich. Hier und da lese ich auch mal, Joe. Sie lesen Bücher, die von klugen Leuten geschrieben worden sind. Wissen Sie, was die über den Wal sagen? In den Büchern steht, dass er ein Ungeheuer ist, ein Menschenfresser. Ah ja, schon gut, schon gut. Charlie, haben Sie jemals gesehen, wie ein Mensch von einem Raubwal aufgefressen wurde? Mit eigenen Augen gesehen? Da hat einer das erzählt und einer das erzählt. Sie haben alles nur gehört, nicht wahr, Bert? Und das ist ganz großer Blödsinn. Kein Mensch hat diese Tiere in der Natur beobachtet. Und ich habe in der Bucht die Möglichkeit. Also 180 Meter, Kate. Kate, du weißt, du hast durch uns immer eine Menge Geld verdient. Ich lass mir nicht drohen. Ich mach, was ich will. Kate, ich wollte dir nur klar machen, Moment, wie die Bürger dieser Stadt Moment, darüber denken. Moment mal, so warten wir doch verdammt nochmal. Hört mir mal zu. Ich möchte nicht, dass Sie meinetwegen Schwierigkeiten bekommen. Ich bekomme keine Schwierigkeiten. In dieser Stadt verdiene ich meinen Lebensunterhalt, weil der Tag für mich 24 Stunden hat. Ihr könnt sonntags kommen und mitten in der Nacht. Ich habe euch immer geholfen, wenn etwas dringend gebraucht wurde. Letzten Sonntag hast du um 6 Uhr morgens eine Rolle Draht gekauft, Joe. Holen Sie morgen früh Ihr Netz ab, wenn Sie wollen. Nett, dass Sie das für mich tun, Kate. Ist mein Geschäft. Haben Sie herzlichen Dank, Kate. Tja, ich dachte, diese Angelegenheit könnte doch noch gütlich geregelt werden. Das ist doch wirklich unerhört. Guck mal, dieser Kerl ist eine Gefahr für die Stadt. Bist du schon unten an der Bucht gewesen? Wir gehen alle dahin. Komm mit. Wir wollen uns das Biest da ansehen. Soll ein Menschenfresser sein. Weißt du, der kriegt deinen ganzen Mann in seinen Bauch rein. Hey, damals war doch dein Vater getaucht, um Muscheln zu suchen. Mein Vater hatte sich in Seetang verirrt. Er ist aber nicht wieder hochgekommen, man hat ihn nie gefunden. Die Strömung hat ihn weggerissen. Weiß doch jeder, dass ihn ein großer Fisch gefressen hat. Ein Riesenfisch mit scharfen Zähnen. Nein! Mein Großvater hat mir erzählt, dass so ein Wal 100 Seelöwen und 100 Tümmler verschlucken kann. Das ist doch alles Lüge!
Lüge, lass mich jetzt gehen. Wir wollen uns jetzt so ein Biest mal ansehen und wir gehen ganz dicht dran. Du kommst doch mit uns mit. Nein. Wovor hast du Angst, wenn es sowas nicht gibt? Lass mich zufrieden. Soll ich dir was sagen? Willst du wissen, wo dein Vater wirklich ist? In dem Bauch von dem Fisch. Nein. Der hat ihn aufgefressen, so jetzt weißt du es endlich. Nein, das ist nicht wahr. Die Grenze der Bucht ist durch unser Netz deutlich markiert. Ja. Wenn sich unser Freund entschließt abzuhauen, muss er entweder drüber springen oder er schwimmt mittendurch. Sehr klug. Wenn er nur mal endlich fressen würde. Ja. Nichts an. Tja, er muss sich erst eingewöhnen. Das braucht seine Zeit. Vielleicht mag er keinen Gefrierfisch. Diek, besorgen Sie einen halben Zentner Lachs. Ich werde versuchen, ihn damit zu füttern. Da, die Ankerleine ist zu locker. Ich gehe rüber und ziehe sie fest. Hier drinnen schwimmt er herum. Du wirst gleich sehen. Da ist er ja. Ja. Lisa! Obwohl der Wal bisher keinen Versuch gemacht hat, auszubrechen, verweigert er seit 5 Tagen jede Nahrung. Aber in seinem Verhalten zeigte er heute eine interessante Veränderung. Der Wal schwamm zielbewusst auf den Bootssteg zu, auf dem ich stand. Dann stoppte er, verhielt eine Weile, und bevor er wieder untertauchte, gab er einen Ton von sich, einen merkwürdigen Pfeifton. Als wenn er mir etwas erzählen wollte. Ist doch klar, er mag sie eben. Sie haben recht, er ist ein ausgesprochen intelligenter Wal und er weiß genau, wo er seine Freunde zu suchen hat. Intelligent? Wenn Sie sich darüber lustig machen, mein lieber Freund, dann werde ich Ihnen mal etwas erzählen. Dieser Wal da draußen hat ein Gehirn, das im Verhältnis zu seiner Körpergröße um 40% größer ist als das menschliche Gehirn und genauso konstruiert. Ich weiß nicht, vielleicht will er mir wirklich was erzählen. Hm.
Dick, Sie haben doch neulich morgen die Laute gehört, die er von sich gab. Hatten Sie nicht den Eindruck, dass das verzweifelte Klagelaute waren? Möglich. Ja. Na gut, er kann also Töne hervorbringen, die wir deutlich als Klagelaute erkennen. Warum sollte er dann nicht Laute von sich geben können, die Freude bedeuten? Sie meinen wirklich, er wollte was erzählen, sozusagen? Ich weiß nicht, ich vermute nur. Aber irgendwas in der Richtung scheint es zu sein. Das glaube ich auch. Wie bei den Delfinen unterscheiden sich die Töne des Raubwals. Man kann an der Klangfarbe erkennen, in welcher Situation sich der Wal befindet. Ich werde mit einem Unterwassermikrofon die verschiedenen Variationen aufnehmen und versuchen, hinter die Bedeutung der einzelnen Laute zu kommen. Hallo, Lisa. Komm ruhig her. Na, komm schon. Guten Tag, Lisa. Ist sie da drin? Der Wal, ja. Der ist da irgendwo unter Wasser. Was macht er da? Tja, was wird er da wohl machen? Ich denke, er nimmt gerade ein Bad. Weißt du, das ist er. Das ist die Sprache der Wale. Was denn? Er kann reden? So kann man es nennen. Die Tiere sprechen alle auf ihre Weise miteinander. Sag mal, bist du neulich da drüben vor mir weggelaufen? Da war ein schwarzes Tier. Das kam auf mich zu. Ich hatte solche Angst davor. Aha. Ich werde dir mal was zeigen. Was sagst du jetzt? Oh. Das war ich. Die Ankerleine am Netz war lose. Die musste ich festmachen. Darum hatte ich den Taucheranzug angezogen. Oh. Aber wenn du solche Angst hattest, warum bist du zurückgekommen? Die Kinder in der Schule... Die behaupten, hier ist ein Ungeheuer. Das soll ich ansehen. Na, hör mal, das ist doch töricht, findest du nicht? Da, siehst du? Da ist er gerade. Ein schöner Bursche. Oh. Sprich mal mit ihm. Sprechen soll ich mit ihm? Mit den Hunden sprechen die Menschen ja auch. Er ist jetzt gerade unter Wasser, also versteht er besonders gut. Durch dieses Ding kann er dich hören. Du musst nur vorher diese Taste runterdrücken. Was soll ich denn sagen? Sag Hallo. Hallo, hörst du mich? Hier ist Lisa. Er hört nicht. Wale können ja auch nicht reden. Lisa, woher willst du das wissen? Er gibt doch Töne von sich. Vielleicht verstehen wir nur nicht, was er sagt. Was macht er denn? Er will mich fressen. Aber was ist denn, Lisa? Er atmet doch bloß.
Lisa, ich habe eine Bitte. Ich muss das Tonbandgerät zu meinem Wagen bringen. Würdest du mir dabei helfen? Live, let nature be your teacher. Respect the life of your fellow creature. Live and let live, whatever you do. And always remember the killer whale Namu. Ein Kaugummi? Nein. Hast du schon mal was von den Amatillas gehört, Lisa? Ja? Das sind Indianer. Die lebten hier früher an der Küste. Weißt du, dass es eine Geschichte über sie gibt? Ich erzähle sie dir. Vor langer Zeit, da war ein großes Erdbeben. Das war so gewaltig, dass es das Amatilla-Land auseinanderriss. Die Hälfte des Stammes blieb auf dem Festland. Die andere Hälfte lebte auf einer Insel weit von dem Festland entfernt. Sie hofften so sehr, dass sie eines Tages wieder zusammenkommen würden. Die Familien waren getrennt. Brüder und Schwestern und... Auch Töchter und Väter? Mhm. Auch Töchter und Väter. Aber sie konnten nicht zusammenkommen, denn da war eine böse Bestie. Die lebte im Meer, zwischen dem Festland und der Insel. Sie nannten die Bestie Namu, das heißt Wirbelwind. Und du musst wissen, Lisa, Namu war das größte, wildeste und hässlichste Ungeheuer auf der ganzen weiten Welt. Alle hatten Angst vor ihm. Aber da war ein Prinz. Nein, nein, diesmal nicht, aber da war eine indianische Prinzessin. Ein kleines Mädchen. Und eines Tages ging die kleine Prinzessin spazieren. Sie ging hinunter zum Ufer und suchte das Ungeheuer. Sie wollte fragen, ob es nicht helfen wollte, das Volk wieder zusammenzubringen. Und das Mädchen war ganz alleine? Ja, was glaubst du, wie mutig die Prinzessin war? Aber als sie am Ufer stand, da bekam sie es doch mit der Angst zu tun. Die Brandung wurde immer höher und das Ungeheuer kam aus dem Wasser. Wie angewurzelt blieb die Prinzessin stehen. Sie konnte sich vor Entsetzen nicht von der Stelle rühren. Und die Kleine starrte voller Angst auf die Bestie. Sie weinte und dachte, jetzt werde ich aufgefressen. Und dann? Dann hat das Ungeheuer zu ihr gesprochen. Es sprach ganz ruhig. Und nur die Prinzessin konnte verstehen, was es sagte. Was hat es denn gesagt? Es sagte, steig auf meinen Rücken, holde Prinzessin, dann bringe ich dich zu der Insel. Und dann ging's los? Mhm. Ist das Mädchen von dem glatten Rücken nicht runtergefallen? Nein, nein. Weil, die Kleine hatte sich an der Rückenflosse gut festgehalten, weißt du? Und außerdem ist ihr neuer Freund sehr vorsichtig geschwommen. Er trug sie zur Insel und setzte sie sanft am Ufer nieder. Er war nicht wild, Onkel Hank? Nein. Aber alle Menschen sagten, er wäre ein böses Ungeheuer. Weil niemand seine Sprache konnte. Aber das Mädchen verstand ihn. Hat er sich in einen Prinzen verwandelt? Ja, ja, eine schöne Geschichte. Muss ja so ausgehen. Später wurde geheiratet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Und du glaubst auch, er ist Namu, Onkel Hank? Ja, du hast recht. Das ist ein schöner Name für ihn. Wollen wir ihn so nennen? Ich muss jetzt nach Hause gehen. Besuchst du mich mal wieder? Komm her, wann du Lust hast. Ich bring dich nach Hause. Live and let live, let nature be your teacher. Respect the life of your fellow creature. Live and let live, whatever you do. And always remember the killer whale. Der Riss in dem Netz wird immer breiter. Ich werde tauchen und versuchen, es zu flicken. Dabei kann er sie aber erwischen. Ich bleibe auf der anderen Seite vom Netz. Glauben Sie, da sind Sie sicher? Kommen Sie schon, Dick. Wir haben keine Zeit für lange Debatten. Wenn der Riss breiter wird, haut uns der Wal noch ab. Da kommen ja unsere Freunde. Das fehlte gerade noch. Wenn er jetzt ausbricht, wird er abgeknallt. Besser, die schießen ihn ab, als dass er sie auffrisst. Ja. Wale haben eine Art natürliches Radar. Er wird das Netz nicht berühren, weil es für ihn Gefahr bedeutet.
Vorsicht, Hank! Sie riskieren Kopf und Kragen! Kommen Sie sofort wieder zurück! Sind Sie verrückt, Hank? Rudern Sie wieder auf die andere Seite vom Netz! Vergessen, was er mit Joe Clausens Boot gemacht hat! Er kommt! Achtung, hinter Ihnen! Er schwimmt auf das Boot zu! Ich weiß, was ich tue. Hank! Gut.
haben Sie aber noch mal Schwein gehabt. Ich habe Sie gewarnt, aber Sie wollten nicht hören. Er hat mit Ihnen gespielt, er hat Sie wie ein Spielzeug herumgewirbelt. Er hätte mit Ihnen machen können, was er wollte. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, er hat mit Ihnen gespielt. Er hat mich herumgewirbelt, ja, wie ein Spielzeug. Er hätte Sie fertig machen können. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was ergibt keinen Sinn? Sie haben doch gesagt, er hätte mich fertig machen können. Warum hat er es nicht getan? Was weiß denn ich? Es war ja fast so weit. Soll ich Ihnen mal was Verrücktes sagen? Was? Er hat wirklich nur gespielt. Ich war sein Spielkamerad. Spielkamerad? Was wollen Sie denn damit wieder sagen? Denken Sie doch nur mal daran, wie schwer er ist. Wenn er nur gewollt hätte, hätte er mich ins Meer geschmissen und aufgefressen. Na und? Wir sind noch am Anfang. Noch ganz am Anfang. Der Raubwal, auch Mörderwal genannt, ist eines der blutgierigsten Tiere, die wir kennen. Sogar der große Menschenhai wird an Blutgier von ihm übertroffen. Haben Sie heute die Flasche gefüllt? Nein. Dann habe ich vergessen, das Ventil zu schließen. Vom Raubwal wird sogar berichtet, dass er von unten her Eisschollen zertrümmert, um darauf ruhende Seehunde packen zu können. Haben Sie den Käse gegessen? Ich rede von Walen und nicht von Käse. Haben Sie den Käse gegessen, der auf dem Teller lag? Ja. Die großen grauen Wale pflegen im Allgemeinen alles anzugreifen, wodurch sie sich belästigt fühlen. Die grauen Wale sind sehr bewegliche und mächtige Tiere. Vor einem Lebewesen haben aber auch die grauen Wale Angst und ergreifen die Flucht, wenn es in ihre Nähe kommt. Das ist der Raubwal. Kennen Sie dieses Buch? Natürlich kenne ich das Buch. Es ist ja aus meiner Bibliothek. Na bitte, und es erzählt von dem intelligenten Schoßtierchen da draußen in der Bucht. Hören Sie zu, Dick. Ich habe heute Abend noch eine Menge zu tun und morgen muss ich früh raus. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Komm her, Namu. Hol dir was zu fressen. Sag mal, Lisa, bist du auch ganz sicher, dass er gesagt hat, wir können zu ihm kommen, wann wir wollen? Natürlich, das hat er gesagt, Mama. Ehrlich, Mama. Na schön. Sehe ich auch hübsch aus? Ja, sehr hübsch siehst du aus. Fass an. Na, komm her. Komm, hol's dir. Das wär's dann. Versuch 551. Hallo. Guten Tag. Das ist also Namu. Ist das der erste oder der zweite Gang, den er jetzt gerade kriegen soll? Ich wollte ihm erst eine Vorspeise geben, aber leider lehnt er sie ab. Hm. Wenn er in den nächsten Tagen nicht frisst, dann muss ich ihn freilassen. Sonst verhungert er. Ist er krank? Nein, er ist ein Dickkopf. Dick, lass mich nochmal versuchen. Was machst du da? Ich versuche, ihn herzulocken. Manchmal kommt er, wenn ich das mache. So. Siehst du, da ist er schon. Er hat es gern, wenn man ihm den Rücken kratzt. Willst du mir helfen? Na mal los. Eine Hand hier. Und eine hier. Sehr schön. Komm her, Namu. Komm, lieber Namu. Bitte, bitte, komm. Sag ihm was, Lisa.
Sag ihm, dass er dein Freund ist und dass du ihn gern hast. Sag's ihm, jetzt. Ist das schön, wenn ich dir den Rücken kratze? Mami hat erzählt, dass du ein richtiges Säugetier bist und kein Fisch. Du musst doch atmen wie wir, sonst ertrinkst du. Du bekommst Babys, du ziehst sie auf und gibst ihnen deinen Milch zu trinken. Ah, rede weiter mit ihm. So ist's schön. Na, tut dir das gut? Hier, Lisa, nimm das. Und jetzt rufst du ihn. Und wenn er kommt, fütterst du ihn damit. Namu! Komm her! Hier ist dein Essen! Er hat es genommen, endlich! Gib mir noch ein Stück. Jetzt lass mich noch mal versuchen. Komm her, Namu. Na komm schon, komm her. Namu. Siehst du den schönen Leckerbissen? Na komm doch her zu mir. Ich hab was Feines für dich. Hey, geben Sie mir noch eins. Diesmal muss er aus der Hand fressen. Das liebe Tierchen ist ja so artig. Sie werden sehen, es passiert nichts. Na, komm her, mein Freund. Komm her und benimm dich anständig. Sehen Sie, was habe ich gesagt? Sehen Sie? Ja. Oh, das ist nicht zu fassen. Jetzt haben wir den Beweis. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Wege. Vielleicht ist das alles wissenschaftlich nicht zu begründen, aber immer, wenn ich in der Nähe dieses Tieres bin, dann spüre ich dessen Klugheit und fühle, dass es von einem Geheimnis umgeben ist. Namu, mein Freund, wenn ich doch deine Sprache verstehen könnte. Oder wenn du meine Sprache verstehen könntest. Aber wir werden einen Weg zum gegenseitigen Verständnis finden. Die Sprache des Vertrauens. Wir müssen Vertrauen zueinander haben. Ich wollte sie eigentlich K.O. schlagen. Sie wollten was? Hank, ich habe mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, wie ich sie daran hindern könnte, dass sie wieder ihr Leben aufs Spiel setzen. Es ist mir nichts anderes eingefallen. Aber ich weiß, auch das würde nichts nützen. Mir passiert schon nichts. Viel Glück. Danke.
Dieb. Geh sofort nach Hause. Wieso denn? Frag nicht, Lisa, aber bitte geh jetzt nach Hause. Aber ich wollte euch doch nur mal besuchen. Na, Lisa, was ist denn nun, ein Prinz oder ein gefährliches Ungeheuer? Er ist ein Prinz. Namu, ich hab dich so gern. Jetzt wird geschlafen. Oh, sei nicht so wild, sonst brichst du noch mit deinem Bettchen zusammen und musst auf der Erde schlafen. Du Muttis Onkel Henk noch hier? Ja, der ist noch hier. Kann ich Onkel Henk noch mal gute Nacht sagen? Natürlich. Ich hol ihn her. Schöne Sammlung. Diese Muscheln findet man nur in großen Tiefen. Mhm. Als mein Mann noch am Leben war, sind wir viel getaucht und haben Muscheln gesucht. Henk, ich glaube, Sie haben eine Eroberung gemacht. Bitte würden Sie noch einmal zu Lisa gehen. Sie möchte gute Nacht sagen. Oh, mit dem größten Vergnügen. Na, lass mal sehen. Bist du auch schön zugedeckt? Gute Nacht, mein Schatz. Oh, du kannst aber festdrücken. Gute Nacht und schlaf schön. Bleibt die Tür offen? Nein. Nein, lassen Sie nur. Lisa ist so verändert. Sie geht heute zum ersten Mal ins Bett, ohne Angst vor der Dunkelheit zu haben. Sie ist so glücklich. Sie hatte früher immer Angst vor Ungeheuern. Vor Seeungeheuern. Ja, ich habe davon gehört. Diek hat es mir erzählt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Henk. Tja, bedanken Sie sich bei Namu. Vielleicht haben Sie recht. Ich möchte Ihnen danken. Wofür denn? Das Essen war schnell gemacht und beim Abwaschen haben Sie geholfen. Das bin ich gewohnt. Als alter Junggeselle, der im Wohnwagen lebt. Lisa ist zu nett. Sie hat mir vorhin einen dicken Kuss gegeben. So, hat sie das? Gute Nacht. Gute Nacht.
uns nicht. Denkt ihr, wir verkaufen unsere Lachse, damit ihr den Raubwall füttern kann? Mr. Donner! Was wünschen Sie von mir, Klausen? Ich habe Ihnen was zu sagen. Wir haben gerade erfahren, dass die Lachse im Anmarsch sind. Im Augenblick sind sie noch 100 Meilen nördlich. In 3 Tagen werden sie hier sein. Der Raubwal muss bis morgen aus diesen Gewässern verschwunden sein. Haben Sie verstanden? Fred, fang schon immer mit der Arbeit an. Der Wal frisst meinen Lachs und nicht euren. Er ist in meiner Bucht. In seiner Bucht. Und woher wollen Sie wissen, dass er drin bleibt? Weil ich ein Netz gezogen habe. Das Risiko ist mir aber zu groß. Das Risiko werden Sie tragen müssen. Der Wal bleibt, wo er ist. Dann werden ihn die Leute vom Fischereiamt abschleppen müssen. Genau wie den anderen. Und eins kann ich Ihnen versprechen. Ich werde ihn töten, so wie jeden Raubwal, der mir vor meine Flinte kommt. Ich kenne Sie. Solche Leute wie Sie gibt's auf der ganzen Welt. Ihr tötet die Wale, ihr tötet die Elefanten, ihr tötet die Vögel. Ihr tötet sinnlos, ihr tötet aus einer Raubgier. Ihr wisst gar nicht, wie erbärmlich ihr seid. Wo können wir jetzt für Namo Lachs herkriegen? Ein Stückchen weiter die Küste rauf, ungefähr eine halbe Stunde. Die Lachsschwärme ziehen. Bis spätestens morgen Mittag muss der Raubwal hier weg sein. Kommt! Da seht ihn euch an. Mr. Donner ist sogar auf seinem Rücken geritten. Aber Namu war ganz artig. Ach Quatsch. Mein Großvater weiß das besser als du. Das ist ein Mörder, sagt er. Und du lügst. Nick Wilson, lass mich nur als groß sein, dann bekommst du eine Backpfeife. Ach nein. Und das sage ich dir. Ich werde Namu sogar füttern. Und dein Großvater weiß auch nicht alles. Kommt jetzt. Darf ich ihn auch mal füttern? Ja, sicher. Mach schon. Brrrr!
Nun sieht er den Jungen an. Jetzt ist es höchste Zeit. Das muss endlich etwas geschehen. Joe Clausen ist ein Narr, dass er das Biestling erschossen hat. Es ist ein Wunder, dass der Junge noch am Leben ist. Joe Clausen muss jetzt endlich was tun. Wir brauchen großkalibrige Gewehre. Andy, du kommst mit. Mami! Lisa, was ist denn los? Was hast du? Namo ist krank. Er ist plötzlich so wild. Komm. Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit Namo nicht. Was ist denn da los? Also kommt! Was ist los? Was wollt ihr, Leute? Wo ist der Rauffalldonner? Da! Da ist die Bestie! Behaltet doch die Ruhe, Leute! Was ist denn los? Der Wal hat unsere Kinder angegriffen! Sehen Sie sich das an! Hat jemand gesehen, wie das passiert ist? Ein halbes Dutzend Kinder sind dabei gewesen. Hören Sie, Donner, wir lassen nicht mehr mit uns spaßen. Wir werden das Biest jetzt erledigen. Ihr befindet euch auf meinem Besitz und ich verbiete euch, hier zu töten. Wenn Sie uns daran hindern, dann muss die Polizei verständigt werden. Lisa, komm mal her. Warst du dabei? Lisa, was ist mit Namo passiert? Ich weiß nicht, wir haben ihn mit Fisch gefüttert. Niki warf ihm auch ein Stück zu. Das aß er und dann wurde er wild. Sind Sie jetzt endlich zufrieden? Moment noch. Lisa. Worauf warten wir? Dass der Wal aus dem Wasser springt und sich einen von uns schnappt? Wir werden sehen. Na, was sagt er jetzt? Springt er nun aus dem Wasser und greift mich an, oder ist er friedlich? Dee, gib mir ein Stück Fisch. Wer von euch ist Nick? Der da. Hast du das dem Wal gegeben? Hast du ihm das hier zugeworfen? Hast du das getan? Und wenn schon, er will uns alle auffressen. Aber es ist schon gut, Lisa, wein doch nicht. Sei bitte schön ruhig, Liebling. Was wollt ihr denn bloß? Was hat Nick denn getan? Auch das friedlichste Tier wird bösartig, wenn man es quält. Jetzt haben wir es satt. Hören Sie endlich auf, uns Märchen zu erzählen. Ihr sollt sehen, wie gefährlich er ist. Bringen Sie mir die Schwimmflossen. Aber... Haben Sie mich verstanden? Hank, lassen Sie es bleiben. Er ist anders als sonst. Die vielen Leute machen ihn nervös.
Ich weiß, was ich tue. Zauber. Lasst Henk erst rauskommen, dann mache ich Schluss mit dem Biest. Mutti, Onkel Henk muss Namo beschützen. Das tut er ja, Liebling. Mami, bitte kannst du nicht helfen. Dick! Ja, ich kann auch nichts machen. Sehen Sie sich die Leute an. Da. Dick, passen Sie einen Moment auf Lisa auf. Ich bin gleich wieder da. Seid ihr nun überzeugt oder wollt ihr ihn immer noch umbringen? Ich knall ihn ab, Donner. Henk, sind Sie wahnsinnig geworden? Tun Sie das nicht! Tun Sie das nicht! Tun Sie es nicht! Ihr sagt, Namo ist ein Mörder. Henk sagt, er ist harmlos und tut niemandem etwas. Und wir glauben Henk, nicht wahr, Lisa? Kate! Bleiben Sie da! Ha ha ha!
Wollen Sie ihn immer noch umbringen, Bart? Dieser erbärmliche Feigling. Dick, mach das Netz auf! Hat er Namo getroffen? Ich glaube nicht, Lisa. Raus jetzt, verschwinde! Los, raus! Ach, nun mach schon, Namu. Hau jetzt ab, so schnell du kannst. Umbringen können. Aber er hat ihnen sogar das Leben gerettet. Da schwimmt er. Sie haben doch recht. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Da ist noch einer. Das ist ein weibliches Tier. Es hat eine kleinere Rückenflosse. Kommen Sie, Klaus. Ist Namu was passiert? Dem geht's gut, Lisa. Und er kommt wieder zurück? Nein, das glaube ich nicht, Lisa. Er ist jetzt da draußen bei seinen Freunden und weißt du was? Vielleicht gründet er sogar eine neue Familie. Und wenn er will, ich meine, wenn er wirklich will, kommt er wieder zurück. But Namu, he did save Big Joe from the waves, and the whale heard the great ocean call. Then everybody knew that the killer whale Namu,
he wasn't a killer at all. Hey, live, 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 let nature be your teacher. Respect the life of your fellow creature.